So, ihr Pflanzenverrückten, willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Wir sind in den Efeutürmen und nun, da das Wasser endlich durch die Efeutürme steigt, können wir endlich nach dem Finstermondstück suchen. Und wir wissen auch schon genau, wo wir dafür hin müssen. Wissen wir? Na, Luigi, willst du wissen, wie es um das Finstermondstück bestellt ist? Nun, das Paraskop hat es nicht so recht geschafft, das Stück zu orten. Da fiel es mir ein. Mit dem Stück, das wir bereits haben, können wir den Suchalgorithmus verbessern. Mit ein wenig Bastelei verriet mir das Paraskop genau das, was wir wollen. Der riesige Baum zwischen den Türmen, irgendwo auf ihm muss das Finstermondstück sein. Ja, damit wissen wir zwar, wo es ist, aber nur dorthin zu kommen, das wird der wahre Spaß. Betritt den hohlen Baum über den neu eingerichteten Steg und finde einen Weg nach oben. Alles klar, wunderbar, los geht's. Na, das werden wir doch wohl hinkriegen. Sehe ich bisher nicht so das Problem. Den hohlen Baum. Ja, machen wir gleich. Da bloß so aus. Okay, die meisten unserer Pflänzchen sind nicht da. Aber aus dem Baum kommt immerhin eine 25-Euro-Fledermaus. Finde ich gut. Das war nur der Efeu. Ich dachte gerade, da hat sich ein Juwel versteckt, weil die hier so grün sind. Ah, jetzt kann ich Blumen gießen. In so einem Gartenareal erscheint mir das tatsächlich sehr sinnvoll. Sollten wir den Schlüssel nicht haben, ist das auch eine wunderbare Möglichkeit, uns diese neue Mechanik beizubringen. Aber nee, den Schlüssel scheinen wir zu haben. Aber ich befürchte, hier werden wir die Mechanik brauchen. Also spätestens hier müssen wir sie lernen. Weil ich mir nicht sicher bin, inwieweit wir das müssen. Weil es wirkt immer noch relativ optional. Ah, da ist wieder so eine Stachelpflanze, aber da habe ich auch nichts gesehen, wo ich hätte drauf gießen können. Also ich weiß nicht, wofür wir die hier züchten. Weil die haben wir bisher ja nur zum Bekämpfen gebraucht. Und hier ist ja nichts zum Bekämpfen. Ich nehme alles zurück. Kommen Sie her, junger Mann. Okay, ein Geist, der uns Geld gibt. Bin ich absolut on board. Direkt Knochen.
glaube nicht, dass ich hier zweimal der Geist bin. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Vielleicht wollen sie ja auch nur... Vielleicht war das ja auch der Gedanke. Der Geist versteht, dass wir denken, dass sich der Geist nicht zweimal am selben Ort verstecken würde. Aber, nee, in dem Raum hier ist nichts. Leute sagen, das Geld liegt nicht auf der Straße. Was wissen die denn schon? Es liegt in Häusern. Ist ja nicht die Straße. Stimmt. Gleich mal hier genau umgucken. Oh. 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 Hallo. Oh, oh. Okay, der Brunnen wirft uns auf die andere Seite. Was aber nicht schlimm ist, weil Luigi auch hier wieder Geld verdient. Aber die Treppe baut sich offenbar nach und nach auf. Das ist interessant. Scheint mir nicht ganz so praktisch zu sein, aber bin ich Treppenbauer? Nein. Falsche Tür. Ich hätte es mir von der Karte her denken können. So ein bisschen habe ich es mir auch gedacht. Ich habe jetzt bloß Sorge, dass es hier weitergeht. Weil es so ein großer, offener Bereich ist. Aber das, da drin ist unser Wugu, glaube ich. Nee. Der sein. Quatsch, da war ich ja schon. Ah. Ich falle auch mehrfach auf den gleichen Trick rein. Okay, wartet mal. Ich gehe erst nochmal rüber. Dann falle ich wahrscheinlich am Ende nochmal auf den Trick rein. Ich habe das Bett eingeklappt. Was bringt mir das? Okay, ich habe hier was eingeklappt. Jetzt kann ich ins Labor des Gärtners nach unten fahren. Ja, ich sauge einfach mal die ganzen Laborunterlagen ein. Aber das Ding läuft noch nicht. Hey Luigi, Vorsicht! Diese Voxelstation ist ein froher Prototyp meines Voxelgeräts. Das Gerät ist bei weitem nicht so ausgereift wie mein neuer Voxelportal. Zudem kann ich dich von überall zurückholen, solange ich dich genau orten kann. Nicht schlecht wie meine einfachste Übung. Okay.
Ich habe hier nichts, mit der ich Pflanzen bekomme. Du brauchst diese Balance ab. Oder muss ich da hinten dann lang fliegen? Ich nehme mal eine davon. Transitionen sind leider nicht ganz so schön. Die Übergänge. Nee, das Labor des Gärtners ist zwar schön, aber bringt nichts. Aber der kommt. Wir hier vorne nochmal gucken. Weil ich kann das Ding hier ja auch machen. Oh, das sieht nach richtiger Weg aus. Okay, dann will ich eigentlich nochmal rüber. Oh. Heiliges Langfingerpack, nicht schon wieder. Dieser Windgenerator öffnet sich nur, wenn alle Flügel eingesetzt sind. Hast du dir gemerkt, wohin diese dürren Speichergeister geflogen sind? Nein, nicht schlimm. Ich mache sie schnell mit meinem Periskop auswendig. Einen Augenblick Geduld. Bitte sehr, schau auf deine Karte. Okay, wenn die da lang geflogen sind, gucke ich erstmal hier drüben. Aber wir haben den Buhu noch nicht. Solange wir den Buhu nicht haben, ist mir das alles nicht geheuer. Oh, diesmal sind die Blumen gar nicht da. Ja gut, den hatten wir ja schon. Was ist eigentlich der Zähler da hinten? Ist so ein... Achso, das ist dieser Gartentrakt wahrscheinlich, in den wir rein hatten. Sollte hier... Aha. Sind die Wasserrohre verschwunden? Aber hier passiert nichts. Da kann ich hier noch. Da unten verpassen. Sieht so aus. Aha, hier ist eine Tür weg. Momentchen mal. Ah, jetzt, da wir hier das Wasser reingeschickt haben, haben wir das Ding. Mach dich ab.
Aha. Oh, das ist aber ein später. Sollten wir wohl noch nicht finden. Oder ich habe was verpasst, aber ich glaube, wir sollten den einfach noch nicht finden. Aber das macht nichts, weil ich nehme so Zeug trotzdem mit. Solange wir nicht wissen, wo sich unser Büro befindet. So, ich brauche mal ein bisschen Wasser. Bin ich aber schön, selbst wenn es nur Geld ist, dass wir hier dann ein bisschen extra Zeug finden. Oh, auch die kleinen kann ich öffnen. Kann ich auch nicht einsaugen, okay. Ich hatte jetzt schon Sorge, dass ich die schon längst hätte öffnen können, alle. Das wieder. Timing ist echt nicht mein Steckenpferd. Okay, und hier ist Sackgasse, weil wir hier einfach nicht weiterkommen. Weil die da kann ich von hier unten nicht einsaugen. Damit haben sie uns eine natürliche Levelbegrenzung geschaffen. Das finde ich aber okay. Natürliche Levelbegrenzungen, damit kann ich leben. Oder sich natürlich anfühlende Levelbegrenzung. Moment, habe ich da... Ne, ich habe da drüben... Ich muss nochmal rüber. Ich habe drüben vergessen, mit unserem Paraskop zu scannen. Luigi, dass ich die so viel hin und her schicke. Okay, kein Büro. Ja, solange wir den noch nicht haben... Okay, da hätte ich auch bremsen können, aber wollte ich nicht. Gucke ich halt rum. Ich will den Büro haben. So bin ich einfach. Jetzt wieder nach unten. Man muss jetzt gucken, wo sich der Geist versteckt. Er ist nach unten gegangen. Aha. Dachte schon, ich hab's kaputt gemacht, aber ne. Jetzt gibt's hier sogar Geister, okay. Gib mir deine Brille. Ja, euer Leben. Okay, verstehe. Deswegen sollten wir hier in das Labor des Gärtners.
Dann war ich einfach nur zu früh. Aber irgendwo hier müsste doch eigentlich was sein. Um das Vieh zu bekämpfen, aber es gibt halt nichts. Ja gut, wenn es nichts gibt, gibt es nichts. Am Ende muss ich sowieso wieder zusammenschneiden, wenn ich noch Juwelen suchen muss. Fallen lassen, habe ich gesagt. Irgendwo drin ist noch einer. Stelle sie hiermit unter Arrest. Außenbereich, stimmt, hier war ich. War ich ja nicht. Ich müsste hier irgendwo einen Eimer oder sowas machen. Oh, der Rasenmäher läuft. Der macht uns einen Weg rüber frei. Da ist auch unser Eimer. Da. Jetzt nehme ich mal den. Okay, der andere fliegt da hinten rum. Treff das Vieh nicht. Ein bisschen Geld mitnehmen. Na gut, hier habe ich auf jeden Fall die Eimer, um die Blumen zu gießen. Nein, rede ich um Luigi. Ja. Wenn Luigi sich nicht umdreht, ne? Ja. Dem Gartenbereich gerade noch nicht durch. Also hier gibt es viele Nebensachen zu tun. Bin ich tatsächlich sehr beeindruckt.
Aha. War kein Buhu in der Blume. War einen ganzen Haufen Geld. Sicher. Also das ist ja wirklich... eine exorbitante Summe, die Luigi hier verdient. Also muss man einfach mal sagen. Ich meine, wir sind jetzt eine halbe Stunde in der Mission. Nicht wahr? Und Luigi hat schon 1000 Euro. Ich kann es nur wieder sagen. Luigi verdient. Ach, jetzt steht hier das Bett. Das finde ich aber cool, dass das... dass das auch wirklich so gemacht ist, dass man die Sachen dann wiederfindet. So was mag. So, den Raum hatten wir... das Botaniklabor hatten wir bisher nicht betreten. Da kommt das mal sein. Mein Eimer rutscht. Das ist ja auch unfair, der Eimer rutscht. So. Ah, es war zu weit. So. Das Ding darin kann ich leider nicht gießen, aber das da werde ich gießen. Ist das sowas, was ich gießen kann? Ich glaube, nein. Noch ein bisschen Geld hier hinten. Und gleich das nächste Juwel. Also Juwelen kriegen wir hier ohne Ende. Gut, wir sind halt auch aufmerksam und gucken alles durch. Muss man ja auch sagen. Der Speedrun hier, ja. Ich meine, ich habe mit dem Licht noch nicht durchgeguckt. Es kann sich immer noch ein Buhu in diesem Raum verstecken. Steckt sich auch tatsächlich ein Büro in diesem Raum. Nee, das war glaube ich nicht. Außer er wird jetzt rausgespült. Okay, das musste ich sogar machen. Nicht mal was Optionales.
Das ist unglaublich. So, komm her. Hab ich dich. Die hat was, was ich will. Was ist die denn da am Tiefsten? Bin ich gecharged? Oh, da muss ich jetzt meine Tasten ein bisschen anstrengen. Ich doch gar nicht. Oh, da muss ich hier das Ding benutzen. Interessant. Das ist so eine Art Schießstand. Okay, wir haben noch einen Nebenraum. Und nach wie vor keinen Beruf. Ich bin langsam echt in dem Gedanken, einfach nachzugucken, wo er ist. Alle. Bevor ich das einsammle, gucke ich erstmal. Weil ich befürchte, dass die Mission dann ganz schnell wieder vorbei ist. Das will ich halt nicht. Hier die Türen sind zu. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das bedeutet, wir haben eigentlich jeden Raum geöffnet, den wir öffnen können. Warum haben wir den Büro nicht gefunden? Okay, ich gucke jetzt, in welchem Raum er hätte sein sollen.
Ist mir jetzt egal, der Part ist eh zu lang. Und Orte aller Bohus. So. Efeutürme. Im Kanal. Ist hier ein Tor. Im Kanal befindet sich ein Tor. Okay. Ja, dann ist da, wo wir hingehen. Wieder eine Etage nach unten. Reingucken. Er ist auf dem Klo. Super. Deep Show für Luigi. Sammle ich's ein? Ich hoffe, ich darf sie dann noch unten einsetzen. Wenn nicht, dann muss ich die Mission halt dann nochmal spielen. Jetzt weiß ich ja, wo es ist. Richtig, Luigi. Das war das letzte Windrad für das Keller zum Baum. Ich hole dich schnell zurück, dann können wir den Rest bereden. Ah, Mist. Dann muss ich die Mission nochmal spielen. Die werde ich dann aber schneller spielen als jetzt. In dieser dreisten Liebesbande hast du es aber gezeigt, mein Freund. Ja, und jetzt kommen sie alle in den Geistersprecher. Ah, ganzen Satz Juwelen. Haufenweise neue Geister und ganzen Satz Geld. Düsterlampe verbessert. Sehr schön. Nicht auszudenken, wenn einer mit seinem Windradflügel über alle Berge entfleucht wäre. Und ich habe gewiss, dass er richtige Werkzeuge, um die Flügel wieder einzusetzen. Manchmal bist du wirklich vom Pech verfolgt, oder mein Bester? Die Geister piesackten dich schon, ehe du einen Fuß in den hohen Baum setzen konntest. Aber nicht aufgeben. Gemeinsam lassen wir den Finstermond eben nur wieder erstrahlen. Na. Ich muss bloß nochmal spielen, um den Uhu zu holen. Aber das ist Zukunftsmusik. Also Leute, ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Luigi's Mansion. Bis dann, euer Wolf.